Der Circus Moreno, ein traditionelles, familiengeführtes Zirkusunternehmen. Ein altes Kulturgut, das hier in Familienhand weitergeführt wird. Wir haben einen Familienzirkus in der 7. Generation, Circus Moreno. Sind nach 2 Jahren Lockdown endlich wieder auf Tournee. Und bis jetzt läuft es auch gut in der Saison. Wir hoffen, dass es weiter so läuft. Haben ein modernes Programm. Gäste sind auch sehr zufrieden. Vorstellung ist geradeaus, unser Winterquartier ist bei Wolfsburg. Und jetzt bereisen wir mal fremde Städte und fühlen uns hier ganz wohl, weil wir auch Erfolg haben bis jetzt. Ich hoffe, dass es auch so bleibt. Man ist ja reingeboren in der 7. Generation. Man kennt nichts anderes, aber es muss ja auch natürlich viel Herzblut drin stecken. Man muss ja auch das Artistenblut in den Adern haben. Meine Eltern waren natürlich auch von einer ganz großen Zirkusdynastie. Meine Mutter ist eine geborene Frank, in der Zirkuswelt sehr bekannt. Und mein Vater war Otto Weisheit von der berühmten Hochseilshow. Und von daher habe ich auch das Künstlerblut geerbt und meine 7 Kinder auch. Mein kleiner Enkel Lionel ist schon die 8. Generation und er ist ja schon der Star in der Manege, den man sich gar nicht mehr wegdenken kann. Eine lange Tradition, die hier im Familienhand von Generation zu Generation weitervererbt wird. Ein Unternehmen ist immer nur so gut wie die Menschen, die dafür arbeiten. Wie viel Herzblut in diesem Familienzirkus steckt, bemerkt der aufmerksame Zuschauer recht schnell. Ich bin der Gerardo Sperlich, mein Künstlername Gerardo Moreno. Ich bin reingeboren im Zirkus und bin eigentlich mit Tiere groß geworden. Ne? Ich stehe schon immer im Stall und ja, gerade die Araber, das sind meine Lieblingspferde. Für mich das Besondere, ihre Bewegungen. Ne? Also in der Box sieht man gar nicht, wie schön die überhaupt sind. Wenn die jetzt in der Manege am Laufen sind oder auf der Koppel draußen, ja, die sind halt sehr elegant, sag ich mal. Ne? Und das gefällt mir besonders an denen. Auch die Form vom Kopf, das nennt man die Hecht, der Hechtkopf. Das heißt, der ist so ein bisschen abgerundet. Ne? Dadurch habe ich mich auch für die entschieden, mit denen zu arbeiten. Ne? Mein Bruder Patrick, der arbeitet mit den Exoten. Kamel, Dromedare, Esel, Lamas mit die Rinder. Ich habe noch eine gemischte Kleintiernummer mit Hunde und Ziegen, die aber noch momentan ausgebaut wird. Damit ein bisschen mehr Tiere mitmachen. So leisten alle Familienmitglieder ihren ganz eigenen Beitrag, ganz nach den eigenen Fähigkeiten und Talenten. Ich bin ein Allround Talent. Ich muss auch mit verköstigen, essen, trinken, Management, Zeitung ist natürlich ganz wichtig. Stehe auch für viel Fragen bereit. Meine Kinder unterstützen mich natürlich sehr. Die müssen Werbung machen. Cecile macht Kostüme, damit alles Schmuck aussieht. Aber man hat natürlich 1000 Aufgaben, die bewältigt werden müssen. Für genügend Arbeit ist immer gesorgt. Gerade nach 2 Jahren Zwangspause. Ohne Auftritte und den gewohnten Alltag. Auf Reisen. Was hat sich in der Zeit verändert? Was hat sich geändert? Wir waren im Winterquartier und war eine schwere Zeit für uns, ohne Geld zu verdienen. Und da wir natürlich Künstler sind, haben wir auch immer noch Glück gehabt, dass uns Landwirte unterstützt haben mit Heu für unsere Tiere und dass wir mal so ein paar Auftritte hatten in Kitas und Altenheime, dass wir uns so über Wasser gehalten haben, ja? Oder mal eine kleine Zeltvermietung. Aber ansonsten sind wir wieder froh, dass es wieder heißt Vorhang auf, Manege frei, die tolle Show beginnt.